Die gesetzliche Einführung von Biokraftstoffen hat in den vergangenen Wochen immer wieder für Gesprächsstoff gesorgt. E10, das heißt für viele Autofahrer 90% Benzin plus 10% Ethanol, ergibt 100% Ablehnung. Berechtigte Zweifel? Für Frau Professor Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung geht diese Rechnung jedenfalls nicht auf. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. In vielen anderen Ländern werden Biokraftstoffe genutzt, ohne dass es große Aufregung gibt. Nur in Deutschland gibt es große Aufregung, weil man offensichtlich befürchtet, dass der Motor leidet. Aber es ist so, wenn man es ins Ausland schaut, dort fahren eben halt auch diese Fahrzeuge, auch mit E10, und es gibt keine Probleme. Keine Probleme? Das wollen wir genauer wissen und machen uns auf die Suche nach der Pflanze, die für die Gewinnung von Bioethanol in Europa besonders gut geeignet ist. Die Zuckerrübe. Auf den Feldern der Firma Agrobörde Grün hat man sich neben Weizen, Mais und Raps auch auf den Anbau von Zuckerrüben spezialisiert. Von Monokultur also keine Spur. Wie steht es aber um den Klimaschutz bei der Produktion? Die nachwachsenden Rohstoffe an sich haben ja die Eigenschaft, weniger CO2 auszustoßen als fossile Energieträger, die natürlich unterschiedlich sind. Bei der Rübe ist es Ethanol, bei Raps wäre es der Biodiesel. Und wir haben unterschiedliche Produktionsmöglichkeiten, um Ethanol zu produzieren. Wir für unseren Teil hier nehmen nun mal die Rübe. Und die liegt mindestens das Dreifache unter normalem Ausstoß von CO2. Der Vorteil von Biomassenutzung ist klar. Die Rohstoffe wachsen nach. Strenge Regulierungen garantieren, dass der Biokraftstoff nachhaltig produziert wird. Das heißt, auch die Produktionsbetriebe, wie zum Beispiel die Nordzucker AG in Sachsen-Anhalt, müssen konkrete Ziele erreichen. Der Produktionsprozess geht von nachhaltig produzierten Zuckerrüben aus und spart mit dem Bioethanol, was ich später im Motor verbrenne, auch Treibhausgasemissionen. Das wird sogar nachgerechnet und überprüft seit 1. Januar in Deutschland mit der Nachhaltigkeitsverordnung. Und mit dem Prozess von Zuckerrüben müssen wir heute mindestens 35% Treibhausgaseinsparung nachweisen und in wenigen Jahren sogar 50% Treibhausgaseinsparung. Soweit die Theorie. Wie verhält sich jetzt der Biokraftstoff in der Praxis? Wissenschaftler wie Professor Cornel Stan von der FH Zwickau forschen schon seit langem an der Motorverträglichkeit von Bioethanol. Wir wollen die Einspritzung von Ethanol gegenüber der Einspritzung von Benzin stellen. Wie sieht der Strahl aus? Wie verdampft Ethanol? Besser oder schlechter? Wir analysieren genau, was passiert in jeder Mikrosekunde. Wie weit sind die Tropfen? Wie groß sind die Tropfen? Wir machen also Bilder mit einer Schnellgeschwindigkeitskamera, mit Laserschnitt, sodass wir sehen, was passiert mit diesem Kraftstoff. Und wir haben im Vergleich Benzin mit Ethanol sehr gute Erfahrungen mit dem Ethanol gemacht. Langfristig will man sich bei der Herstellung von Biokraftstoffen allerdings nicht ausschließlich auf Pflanzen beschränken. Alternative Gewinnung von Ethanol, das heißt, dass man Reste aus der Industrie, und zwar aus der Zelluloseindustrie, aus der Papierindustrie verwendet, aus der Holzindustrie, und man kann auch Hausmüll, man kann auch alte Reifen dafür verwenden. Das heißt, wir bekommen ein Recycling von Müll auf eine sehr interessante Art und Weise, indem wir daraus Energie produzieren. Bioethanol ja, Monokultur und Grundlebensmittelverschwendung nein. Halten wir uns an die gesetzlichen Vorgaben, dann leisten Biokraftstoffe einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz.